Und hallo zusammen. Schönes Wetter ist. Wir sind am Heimann. Versuchen mal den Rest vom ersten Schnitt flach zu legen und zu trocknen. Ein Teil für die Heutrocknung, ein Teil auch schon im Ballen, weil alles werden wir nicht reinbringen. Und dann kriegen wir das alles. Bin wieder mit meinem Pferd unterwegs, mit dem Papamobil, wie mein Lehrling sagt, um 6M. Vorne ins Krone, hinten ins Kuhnmähwerk. Und dann bin ich. Und da bin ich jetzt gerade auf dem Weg zur Corsavis und werde mal mein Kleinod mähen. Auf dem anderen Glorstöckel habe ich schon genäht. Das ist jetzt ja noch nicht das letzte Heigras, aber es gibt da dann noch ein paar Stellen oder die Isarwiesen und die und am Mühltal, wo ich wieder von meiner Kollegin krieg den ersten Schnitt. Ja, da ist eigentlich gar nicht brav, aber besser man hat zu viel wie zu wenig. Das war schon immer so. So, jetzt muss ich mich konzentrieren aufs Fahren, damit ich da nicht am Baum hängen bleibe darauf, weil das ist ganz schön eng mit 3 Meter Mähwerk. Am Schwader ist fast noch schlimmer. Da meine ich, darf der Nachbar mal ein paar Baum wegschneiden. Also, das ist halt echt eng dann auf. Man möchte sich natürlich da nichts anfahren. Bin auf der Corsavis und versucht die Wiese, also es ist die einzige Wiese, wo es einigermaßen geht, von innen nach außen zu mähen. Wir waren da gestern schon unterwegs. Jakob war unterwegs mit dem Hund und hat Wildscheuchen aufgestellt, weil die Wiese ist also brandgefährlich bezüglich Rehkitzen, weil da ist immer viel Wild da. Und dann hat er also mit dem Hund die Wiese schon komplett abgelaufen und hat auch einen Rehkitz gefunden. Und da steht eine Wildscheuche. Und da oben auf der, an der Kanzel hat er auch einen Sack aufgehängt, um da wirklich massive Beunruhigung reinzubringen. Also ist die Wiese komplett einmal abgegangen mit dem Hund. Und ich bin jetzt, ja, und ich hoffe jetzt, dass ich da keine bösen Überraschungen erleben werde, sondern da mähen kann, ohne Wildschaden zu verursachen. Die Wiesen, das ist ein totales Kleinod. Ich liebe sie. Und dieses Jahr sind wir ein bisschen früher dran mit Mähen. Aber ja, Wetter ist schön, Gras ist reif. Also auf was soll man denn warten? Da hauen wir doch mal alles weg. So. Also auf der Wiesen geht das recht gut von innen nach außen mähen. Blöd ist halt das Anmähen, weil man ziemlich viel Gras platt fährt. An eckige Wiesen geht das eigentlich quasi gar nicht. Da musst einfach von einer Seite zur anderen mähen, anders geht's nicht. Aber wir tun, was wir können, um keinen Wildschaden zu haben, weil das macht keinen Spaß. Das ist ja sowas. Ja, also wenn da einer sagt, gut, das weiter ist, das Reh, dann muss er schon sehr kaltherzig sein. Oh, jetzt habe ich gerade mein Hebel verstellt. Wenn man mit dem Ellerbogen am Fahrhebel kommt, dann bleibt plötzlich der Bulldog stehen, gell? So, jetzt noch eine Runde und dann kann ich die Wildscheuche auch weg tun. So. Und gerade nicht damit. Sehr schön. So wie es ausschaut, bis jetzt hat sie gute Arbeit geleistet. So. Und da bleiben wir doch einmal stehen. Gut. So, jetzt. Wie gesagt, ein Kleinod. Wunderherrlich hier. Und das sind die guten Wildscheuchen. Ja, ein Stecken und ein aufgeschnittener Sandsack, wo dann schön die Fetzen im Wind flattern. Und das stört natürlich die Riesenheit. So, wo tue ich jetzt meine Wildscheuche hin, damit ich sie noch mit heimnehme?
War am Bulldog noch ein Wildscheuchenhalter rechts? Habe ich aber da nicht. Kannst du mir mal einfach da oben drauflegen und hoffen, dass du da auch liegen bleibst. Ja? Machen wir den Rest. Ich habe mir den Fünfer genommen und den Schwader angehängt und bin jetzt gerade auf der Korsavis beim Schwaden. Korsavis und Moos und auch ein paar so Kleinsachen werden wir noch auf die Heutrocknung packen. Dann ist die erste Heubox auch voll. Und ja, das was dann noch überbleibt, werden einfach Ballen. Da werden wir dann morgen eben Ballen pressen. Heute Nacht noch Nachtschwaden. Und nachdem der 6M am Krone hängt, muss der 5er mal wieder ran zum Schwaden. Nein, also grundsätzlich 6M, tolles Gerät auch zum Schwaden, wunderbar. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag den 5er auch zum Schwaden. Das hat einfach was von dem Heu-Feeling, wenn man vorne die Windschutzscheiben aufmachen kann und der Wind bläst durch. Und ich habe jetzt auch mit den mechanischen Hebeln ja da gar kein Problem. Im Gegenteil, ich finde sie sogar fast angenehmer wie die elektronischen Steuergeräte. Die haben durchaus ihre Berechtigung, so zum Mähen und so ist das ganz toll, weil man nicht umgreifen muss und alles in einer Hand. Aber so ein bisschen einfacher und intuitiver zum Bedienen sind einfach die Hebel. Da kannst du ein bisschen dranhängen und gescheit anreißen. Ja, mag ich auch. Ja, ich weiß, ich bin schon vielleicht vom älteren Eisen. Die Jugend sagt, es geht ja gar nicht mehr mit den mechanischen Steuergeräten, aber doch, es funktioniert. So, ja, und ich bin jetzt hier auf der Corsa und fahre wieder wunderbar rundum, immer im Kreis herum, ohne abzusetzen. Ich habe heute auch extra die Heckscheibe sauber gemacht, also vor lauter oben dran, fahre vorne nicht mehr grad, dass man ein bisschen was durchsieht. Ja, der war schon furchtbar schmutzig. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Felder gemäht. Da kann man beim Kreiseln schon mal durcheinander kommen. Lauter so Chlorzeug. Das kleinste hat 1600 Quadratmeter. Das größte, glaube ich, ist hier die Corsa, wie es mit 1,4 Hektar. Und ja, und jedes Feld, was jetzt da mal weg ist, haben wir dann morgen weniger Arbeit zum Kreiseln.
Ist das nicht herrlich, das Feld? Ich krieg mich da gar nicht mehr ein. Aber was ich das anschaue, also trocken ist das natürlich noch nicht, verballen geht es noch nicht. Aber auf die Heitrocknung, das bringen wir schon trocken, das ist kein Problem. Da am Waldrand natürlich, das ist mal deutlich feuchter. Der Nachbar ist auch beim Heifahren. Im Moment ist sowieso alles auf der Straße, was irgendwie einer hat. Ich glaube, es gibt im ganzen Oberland keinen einzigen Bauern, der im Moment keine Heidrausplanke hat. Ja. Ah, es geht schon schön. Es macht schon Spaß. Es ist, wisst ihr, was schlimm ist? Man steht immer da und sagt, ja, der Beute Burdag tut es da. Und wir kommen doch zurecht und alles ist wunderbar. Und dann hast du ein Gerät da. Und innerhalb von kürzester Zeit fragst du dich, wie du eigentlich die letzten 30 Jahre gearbeitet hast. Es macht einfach, es macht so viel Freude, wenn man ein gescheites Gerät hat, mit dem man arbeiten kann. So, und dann fahren wir jetzt hier das Hai auf Heitrocknung auf. Die erste Heubox ist voll. Da liegen jetzt ungefähr 300 Kubikmeter Heu drin. Ja, morgen geht es weiter mit Rundballen. Jetzt habe ich den Conny gerade noch erwischt. Für ein paar Bilder. Ja, wunderbar. Wieder ein Feld gepresst. Vorne wäre er schon gekommen. Und dann zwei Felder von drei schon gepresst und wir fangen das Einfahren an.
Jess ist gerade gefahren und das Feld ist schon leer. Jetzt muss ich schauen, dass mein Bulldog an den Hänger hing. Sonst stockt der Betrieb. Ich habe die dumme Ahnung, wenn man das Güllefasel dann da rausfahren. Sonst haben wir da gar nicht Platz dafür. Mein hängigstes Stück ist da. Na, ein Haufen Ball geworden. Ja, der Ertrag ist wirklich gut heuer. Und noch so richtig schönes Heu. Da steckt noch was drin. Da werden es Schlecker, mein Jungvieh und die Ross. So, wir sind fertig mit dem Rundballenheu. Also damit ist eigentlich der erste Schnitt 23 schon fast in trockenen Tüchern. Fehlen bloß noch die zwei Stücke von der Monika und die werden Quaderballen. Also ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt es mir einen Daumen hoch und pfiat euch. Bis zum nächsten Mal.